Assotorin hat man eigentlich immer ein Notizbuch dabei und mindestens eine ganze Schublade voll Nachschub. Bei mir ist das nichts anderes. Ich liebe Notizbücher und ich habe bestimmt 20 ungenutzte in meiner Wohnung rumliegen und habe auch viele in Gebrauch für meine unterschiedlichen Schreibprojekte. Und trotzdem kaufe ich immer noch mehr. Naja, zumindest war es so in den letzten Jahren. 2022 habe ich eine bessere und vor allem günstigere Alternative für mich gefunden. Und nein, es sind keine digitalen Notizbücher. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Kate und ich schreibe Fantasy-Romane mit einem Hauch Romantik. Und in diesem Video erzähle ich euch, warum ich keine Notizbücher mehr nutzen werde, womit ich sie ersetzt habe oder noch ersetzen werde in Zukunft. Und was mit den ganzen leeren Notizbüchern passiert, die ich noch herumliegen habe. Bevor wir aber loslegen, würde es mich total interessieren, ob es euch ähnlich geht mit der Notizbuchsucht, die ich gerade eben beschrieben habe. Habt ihr auch so viele? Kauft ihr auch immer ständig neue dazu, obwohl ihr eigentlich noch genug übrig hättet? Oder seid ihr schon auf digitale Notizen umgestiegen? Das interessiert mich brennend, also schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Und während ihr eh schon da unten seid, könnt ihr auch gerne dem Video schon ein Like geben, falls ihr Notizbücher genauso gerne mögt wie ich. Es hat viele Gründe, warum ich meine Notizbücher allmählich hinter mir lasse und nach zu meiner neuen Alternative umswitche. Die wichtigsten sind Kosten und Praktikabilität. Wow, ich habe das Wort im ersten Versuch geschafft. Yay! Seien wir mal ehrlich, so Notizbücher, vor allem die schönen mit dem guten Papier, die können ganz schön ins Geld gehen und trotzdem will man sie unbedingt haben. Zumindest geht es mir so. Das ist immer noch der Fall, wenn ich vor einem Paperblanks-Stand in der Buchhandlung stehe oder im Schreibwarengeschäft an einem Leuchtturmständer vorbeigehe. Aber als Selbstständige muss man aufs Geld achten und jedes Jahr 10 neue Notizbücher für mindestens jeweils 10 Euro zu kaufen und dann doch vielleicht nur 2 davon zu benutzen, ist ziemliche Geldverschwendung. Und trotzdem habe ich das in der Vergangenheit wieder und wieder gemacht, weil ich mir gedacht habe, ach, das neue Notizbuch, das passt viel besser zu Projekt XY, als die, die ich eh schon daheim rumliegen habe. Oder hey, das sieht voll gut aus, das könnte zu dieser oder jener Idee passen, wenn ich die dann mal in 2, 3 Jahren schreibe. Ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, der es so geht. Kommen wir nun zum zweiten Grund, warum ich auf meine Alternative umsteigen werde, nämlich die Praktikabilität. Entweder sind so wenige Seiten in dem Notizbuch drin oder es sind so viele übrig, wenn das Buchprojekt abgeschlossen ist. Bei der Witches World Serie habe ich übrigens schon 3 Notizbücher fast voll gefüllt und brauche theoretisch bald schon das nächste. Oder wie gesagt, man hat am Ende viel zu viele Seiten übrig, will aber nicht mit einem neuen Buchprojekt in das gleiche Notizbuch reingehen wie das alte Buchprojekt, weil das einfach thematisch nicht dazu passt oder man einfach gerne das abschließen und ins Regal stellen möchte. So geht es mir zumindest immer. Ich mag es halt einfach gerne, dass ich ein Notizbuch pro Buchprojekt oder pro Buchreihe habe, in dem ich all meine Notizen sammle und nicht irgendwie alles quer durcheinander in einem Notizbuch habe, weil ich sowieso so viele Projekte habe, dass ich sie gar nicht mehr an einer Hand oder an zwei zählen kann. Von den ganzen losen Notizzetteln mal zu schweigen, die sich bei mir ansammeln. Ich bin so ein Mensch, sobald ich mich hinlege zum Schlafen, habe ich mindestens 3 neue Buchideen oder Ideen, die zu meinen Büchern passen. Und meistens habe ich nicht die ganzen Notizbücher immer an meinem Bett rumliegen. Deswegen habe ich mir da mittlerweile so einen Stapel mit Notizzetteln hingelegt, wo ich die dann aufschreibe. Und irgendwann reicht selbst die Falltasche am Ende eines Notizbuchs nicht mehr, um die ganzen Notizzettel zu sammeln, wenn das Notizbuch überhaupt eine Falltasche hat. Außerdem lässt sich in einem Notizbuch eine Ordnung nur schwer einhalten, weil man Seiten zum Beispiel nicht umswitchen oder neu anordnen kann oder schön rausreißen kann, damit es nicht irgendwie hässlich aussieht und noch die Hälfte drin hängt, wie das bei Notizbüchern leider oft der Fall ist. Und für einzelne Themen, zum Beispiel Charaktere, Worldbuilding, Plot und so weiter, könnte man zwar eine gewisse Anzahl an Seiten festlegen, aber bei mir geht das meistens schief. Meistens brauche ich bei Plot oder Worldbuilding mehr, als ich eingeplant habe, bei anderen tatsächlich weniger. Und am Ende ist doch wieder alles durcheinander oder Platz ist verschenkt. Und ja, ein Index am Anfang oder am Ende von dem Notizbuch kann da schon irgendwie helfen, aber es ist zeitaufwendig und fast genauso verwirrend und ich persönlich vergesse dann meistens den Index zu pflegen und dann ist wieder alles durcheinander und ein großes Geblättere, bis ich dann tatsächlich die Einträge finde von den Notizen, die ich gerade brauche. Trotzdem liebe ich handschriftliche Notizen und ich werde in Zukunft auch nicht darauf verzichten. Nur das Medium werde ich ein bisschen umstellen, womit wir bei meiner Alternative wären.
Letztes Jahr habe ich sehr lange darüber nachgedacht, wie ich meine Notizen besser und kostengünstiger und einfach praktikabler organisieren kann. Und ja, ich habe darüber nachgedacht, sie digital zu machen, aber da fehlt mir einfach das praktische Arbeiten mit dem Papier und verschiedenen Stiften und so. Das Kratzen von dem Stift auf Papier, das finde ich immer sehr schön, oder das Glücksgefühl, wenn man nach der Brainstorming-Session 3 oder 4 Seiten mit Notizen vollgefüllt hat. Das würde mir da irgendwie fehlen. Oft ist es da auch so bei den digitalen Notizen, dass ich dann versucht bin, Sachen zu löschen, die noch nicht ganz rund sind oder die jetzt im Moment sich wie eine blöde Idee anhören. Aber am Ende stellt sich oft bei meinen handschriftlichen Notizen raus, wo ich es nicht so einfach irgendwie mit der Löschtaste oder einem Radiergummi rausstreichen kann und wegmachen kann, dass da doch irgendwie ein guter Funke für einen interessanten Plotpoint drin war oder für eine interessante Charakterentwicklung, auch wenn die Idee an sich vielleicht am Anfang sich total bescheuert angehört hat. Bei digitalen Notizen, da bin ich immer sehr versucht, das gleich wieder zu löschen, wenn ich denke, das ist irgendwie nichts, das hat keine Hand und keinen Fuß. Und da wird mir, glaube ich, einiges an zukünftig positiv guten Ideen, die daraus entstehen, verloren gehen. Und das möchte ich gerne verhindern. Und bei dem ganzen Nachdenken darüber, was ich jetzt mit meinen Notizbüchern machen soll und wie ich das in Zukunft angehen möchte für meine neuen Buchprojekte, an denen ich demnächst arbeiten werde, wurde ich mal wieder an meine Schulzeit erinnert. Denn da hatten wir einerseits Hefte mit ungefähr denselben Nachteilen, wie es bei Notizbüchern gibt. Und wir hatten Ordner. Und Ordner waren die Lösung für mich, für mein Problem. Und das sind die Dinge, die dafür sprechen, Ordner statt Notizbücher zu verwenden. Ordner sind günstig, zumindest die einfachen. Ich spreche hier nicht von irgendwelchen Motivordnern oder irgendwelchen Ringbuchplanern oder so, wo aus Leder sind und was weiß ich, sondern wirklich diese super einfachen Aktenordner, die man überall bekommt, beim Aldi, beim Schreibwarenhandel, im Internet. Überall. Was ich so toll finde, ist, man kann sie auch wiederverwenden, was bei Notizbüchern natürlich nicht der Fall ist. Es gibt sie in verschiedenen Größen. Ich bevorzuge sie tatsächlich in A5. Das ist A5. Da sind sie nicht ganz so leicht zu finden wie bei A4, aber wenn man sucht, dann kriegt man die schon. Es gibt zum Beispiel auch A5 Schnellhefter, die ich ganz gerne verwende, oder auch dünnere A5 Ordner wie der hier. Man kann bei Ordnern so viele Seiten hinzufügen, wie man braucht, oder eben auch nicht. Man kann entscheiden, welches Papier man verwendet, mit welcher Lineatur. Ich persönlich mache das ganz gerne so, dass ich entweder mir einen Karo-Block anschaffe, auch in A5 natürlich passend zum Format meiner Ordner, weil ich am liebsten Karo oder Dotgrid mag, oder ich drucke mir tatsächlich auf A4-Bögen dann ein Dotgrid-Muster drauf und schneide das dann zurecht und loche das, damit ich das dann auch in meinen Ordnern verwenden kann. Und was ich auch super praktisch finde, man kann sich wichtige Informationen wie zum Beispiel unterschiedliche Plotstrukturen oder sonst irgendwelche Worksheets, die man fürs Schreiben braucht, ausdrucken. So habe ich das zum Beispiel mit dem Beatsheet von Save the Cat gemacht. Da ist jede Seite einer der Beats mit den Zusammenfassungen von dem Buch, was alles in dem einzelnen Beat passieren soll, Fragen, die geklärt werden müssen und so weiter und so fort, wie lang der ist, wo der stattfindet im Buch. All das Wichtige, was man halt wissen muss. Und das habe ich in mehreren Ausführungen, einerseits für Save the Cat Writes a Novel, was ich sehr gerne zum Schreiben benutze, und andererseits auch für Romancing the Beat, was ich für meine romantischen Subplots benutze, sozusagen von Gwen Hayes. Da verlinke ich auch nochmal beide Bücher unten, falls euch das interessiert. Und die kann man natürlich dann auch wieder für neue Buchprojekte wiederverwenden. Man kann außerdem Divider oder Tabs einfügen, um die einzelnen Abschnitte aufzuteilen und besser wiederzufinden. Man kann Notizen natürlich ganz einfach neu anordnen, vor allem bei den Aktenordnern mit dem Hebel hier. Das geht leichter als bei den Schnellheftern natürlich. Und was ich auch sehr gerne mache, ist, dass ich Klarsichthüllen zufüge, wo ich dann meine ganzen losen Notizzettel sammeln kann. Das hier ist zum Beispiel der Ordner von Projekt ST. Da habe ich vorher so ein Moodboard sozusagen erstellt. Und hier ist dann die Klarsichthülle mit den einzelnen Notizzetteln drin. Und dahinter kommen dann Notizen zu der Reihe oder zu dem Buch in dem Fall, Charakteren, Ideen, alles Mögliche. Wie gesagt, kann man sich buntes Papier reinmachen, Ausdrucke reinheften. Man kann ganze Seiten ganz leicht rausreißen, ohne dass es irgendwelche hässlichen Spuren hinterlässt, was mich früher persönlich immer sehr gestört hat in Notizbüchern. Wenn man da eine Seite rausgerissen hat, hat man oft die Bindung durcheinander gebracht oder es hing halt noch irgendwie ein Fetzen drin und so weiter und so fort. Also ihr seht, es gibt super viele Gründe, die genau dafür sprechen, und gegen Notizbücher leider.
Und ihr seht, ich bin ein absoluter Fan davon und nutze das zum Teil schon für meine aktuellen Projekte, aber auch für Projekte, in denen ich erst in der Zukunft dran arbeite. Zum Beispiel für Projekt FBL. Das ist das hier. Habe ich einen Schnellhefter, wo vorne eben eine Klarsichthülle mit Notizzetteln drin ist und dahinter erste Brainstorming-Notizen dafür. Für Projekt ST ist es genauso. Da habe ich zwar noch ein Roman-Notizbuch tatsächlich, das ich vor ewigen Zeiten, vor der Pandemie tatsächlich noch gestartet habe. Und falls euch interessiert, was das für Projekte sind und worum es da geht, habe ich dazu neulich schon ein Video gepostet. Das könnt ihr euch gerne nach dem hier anschauen. Aber wenn ihr möchtet, kann ich euch in den nächsten ein, zwei Wochen auch eine Tour zu den Ordnern geben, wie ich die aufgebaut habe und so. Aktuell ist da meistens noch nicht so viel drin und auch noch kein wirkliches System dahinter, weil ich, wie gesagt, im Moment noch an alten Projekten arbeite, wo ich noch jeweils ein oder mehrere Notizbücher dafür habe. Aber in Zukunft werde ich tatsächlich auf Ordner umsteigen und das dann auch wirklich durchziehen damit. So, ich möchte hier auch ganz kurz einfügen, warum ich mir trotzdem weiterhin handschriftliche Notizen mache. Ich könnte natürlich auf digitale Notizen umsteigen, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, bevorzuge ich einfach, meine Gedanken in Schriftform mit einem richtigen Stift aufs Papier zu bringen. Ich kann dadurch viel, viel besser denken, als wenn ich das tippen würde oder auch so irgendwie mit einem komischen Tablet-Stift auf mein Tablet schmiere. Außerdem finde ich es schwierig, ein gutes Programm zu finden, das auch so eine Stifteingabe unterstützt, also handschriftliche Notizen. Tippen an sich nur ist für mich nichts. Und aus Kostengründen kann ich mir so einen richtigen fancy Stylus oder wie auch immer die ganzen guten Tablet-Stifte heißen, im Moment nicht leisten. Und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, wäre ich da groß in der Versuchung, die schlechten Ideen gleich wieder zu löschen. Und man weiß, wie gesagt, nie, was dann irgendwann vielleicht aus einer schlechten Idee Verwertbares werden könnte. Und außerdem habe ich die irrationale Angst, dass ich irgendwann aufwache und alle meine Daten gelöscht wurden, weil der PC kaputt gegangen ist oder ich ein Virus habe oder sonst irgendwas. Da habe ich schon einige Horrorgeschichten von Kollegen gehört und bevorzuge da doch lieber noch Papierform. Deswegen habe ich auch unterschiedlichste Backups von meinem Schreibordner auf meinem PC, auf Google Drive, auf diversen Sticks und Hard Drives, dass mir da auch ja nichts verloren geht. Am Anfang des Videos habe ich ja schon erzählt und euch auch gezeigt, dass ich eine ganze Menge ungenutzter neuer Notizbücher noch zu Hause rumliegen habe. Letztes Jahr habe ich sogar noch einige neue dazu gekauft. Ups. Die werde ich natürlich nicht wegwerfen und weggeben auch nicht. Das sind meine, da habe ich für bezahlt, behalte ich auf jeden Fall. Stattdessen werde ich sie dann einfach als Tagebuch benutzen. Da habe ich nicht so große Ansprüche wie bei meinen Roman-Notizbüchern. Aktuell reicht mir so ein Notizbuch für circa 2 bis 3 Monate für meine Tagebucheinträge und habe da also mit meiner Sammlung für die nächsten paar Jahre ausgesorgt. Da ist mir auch ehrlich gesagt egal, wie das Notizbuch tatsächlich ausschaut. Hauptsache, ich habe einen Ort, wo ich meine Gedanken, Ängste, Sorgen, was auch immer aufschreiben kann, die nichts mit dem Schreiben zu tun haben. Natürlich habe ich auch ein paar angefangene Notizbücher, vor allem für meine Romanprojekte. Die werde ich auf jeden Fall auch weiterhin dafür noch nutzen. Bei Deine Seele stehe ich jetzt zum Glück kurz vorm Ende der Trilogie. Das ist völlig ausreichend. Da ist auch gar nicht mehr so viel Raum dann tatsächlich in dem Notizbuch drin. Das ist relativ voll. Bei der Witches World Serie habe ich gerade tatsächlich beides in Nutzung. Sowohl meine alten Roman-Notizbücher als auch ein Ordner. Das habe ich hauptsächlich gemacht, damit ich die einzelnen Buchszenen von Band 5 aufwärts auf eine Seite packen kann und dann hin und her heften kann, je nachdem, wie ich sie dann tatsächlich in dem Buch anordne. Aber für meine neuen Projekte, wie zum Beispiel FBL oder auch das Projekt mit den Fae, habe ich die Ordner schon im Blick und natürlich auch ein paar schon in Vorrat, wie ihr gesehen habt. Zu Beginn verwende ich ganz gerne diese kleinen Schnellhefter. Die gab es in einem 10er-Pack oder so, die sind wirklich super praktisch und habe dafür halt dann einen Ort, wo ich die ganzen losen Notizzettel, aber auch erste Brainstorming-Notizen aufbewahren kann, bevor ich dann tatsächlich in so einen Oschi umziehe, wobei ich die wohl eher verwenden werde, wenn ich längere Serien schreibe für Einzelbände, wie es jetzt zum Beispiel Projekt Efeu zumindest im Moment noch ist. Nutze ich dann lieber die kleineren, die ich auch habe. Da habe ich noch einen in Schwarz. Und sollte ich halt mehr Raum brauchen, auch für Projekt Efeu zum Beispiel, kann ich natürlich weiter auf die Aktenordner umsteigen. Da habe ich auch einige
auf Vorrat. Ihr seht also, es ist keine plötzliche Umstellung von jetzt auf gleich, sondern eher eine sehr langsame, schleichende, organische Umstellung. Da wächst das System sicherlich, während ich es noch benutze. Trotzdem bin ich überzeugt, dass für uns Autoren Ordner auf lange Sicht wahrscheinlich praktischer sind. Zumindest ist das meine Meinung und so, wie ich in Zukunft dann auch damit umgehen werde. Aber hey, wenn ihr Notizbücher liebt und darauf nicht verzichten wollt, kann ich das sehr gut verstehen. Jeder sollte die Tools nutzen, die mit denen er oder sie am besten arbeiten kann. Wenn das für euch Notizbücher ist und damit gut umgehen könnt, im Gegensatz zu mir, dann ist das doch super. Schreibt gerne auch in die Kommentare, ob und wie ihr Notizbücher oder Ordner oder vielleicht sogar digitale Notizen nutzt oder welche anderen Alternativen ihr verwendet. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich kann da immer noch super viel von euch mitnehmen und freue mich natürlich sehr darauf. Und ansonsten sehen wir uns dann in dem nächsten Video wieder.